Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Bus Simulator 21 im Nextop Update hier mit den Schulbussen. Und ein bisschen Probleme hatten wir da in der letzten Folge mit den Nachmittagslinien. Ich weiß bis jetzt noch immer nicht so genau, wie wir die Schüler von der Schule am Nachmittag wieder nach Hause bekommen, wie wir sie in der Früh in die Schule bekommen. Das wissen wir mittlerweile schon und das brauchen wir auch für die nächste Mission, die schlaue Zuweisung nämlich. Wir müssen mehrere Routen erstellen, die wir aber nicht mit mehreren Bussen abfahren, so wie da unten, da haben wir ja drei Busse gekauft, die jeweils auf einer Linie rumfahren und alle dann hier bei dieser Schule, bei der Greenwood High School münden. Wir müssen das hier oben bei dieser Schule, bei der Valley Spring High School, ein bisschen anders angehen. Wir müssen nämlich zwei Routen erstellen und das Ganze mit einem einzigen Bus abfahren. Das heißt, wir müssen das Ganze ein bisschen anders timen und ich würde mal sagen, wir probieren das jetzt erstmal, indem wir hier die Routen erstellen. Fangen wir mal an. Oh, 30 bis 37 würde hier funktionieren. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, die da unten schalten wir anscheinend erst später frei. Da können wir noch gar nicht, aber wir können hier. Und da würde ich sagen, machen wir gleich mal hier. Fangen wir da oben an. Fahren hier hin, hier hin, hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. Oh. Okay, das ist eine Einbahn, das ist doof. So, was ist... Uiuiui, jetzt habe ich aber einen langen Chat bekommen. Hierbei gilt es, die Kinder an verschiedenen Punkten der Stadt einzusammeln, dann pünktlich vor dem Unterrichtsbeginn zu dem neuen Stadtbild als Neuheit schon in den Schulgebäuden sind, nach Schulschluss wieder einzusammeln, um sie dann sicher zurück in der heimatlichen Gefilde zu fahren. Um sie bei der Schule wieder einzusammeln, um sie sicher nach Hause zu bringen. Aber komischerweise steigen die alle bei der Schule am Nachmittag auch aus. Ich muss mir das offscreen nochmal anschauen. Ich weiß nicht genau, ob ich da einen Fehler mache oder ob da irgendwie noch was gefixt wird. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mir das bis zum nächsten Stream auf jeden Fall nochmal anschauen. Wir machen nochmal diese eine Runde hier, damit wir die Mission halbwegs gebacken bekommen. Und dann gucke ich mal bis zum nächsten Mal, was denn da sein könnte. Ob ich was falsch mache oder nicht, werde ich bis zum nächsten Mal auf jeden Fall rausfinden. So, wir werden einfach mal die Haltestelle mitnehmen und dann fahren wir hier einfach durch beim nächsten Mal, oder? Fahren wir halt einmal im Kreis. Mir soll es recht sein. Passt schon. So, Änderung übernehmen. Und dann... Hallo, so, Bus? So soll es auch... Keine Boah, Balle. Wer redet da ich denn jetzt? Ich kümmere mich gut um dich. Das bin ja ich, der da redet. Warum rede ich hier so? Boah, hat mich voll erschreckt gerade. Piratenmausi schreibt hier im Twitch-Chat, so sollte es auch gedacht sein. Wahrscheinlich ein Bug kann möglich sein. Ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, es kann sein, dass da jeden Moment ein Hotfix rauskommt und das Ganze dann geändert wird. Und beim nächsten Stream haben wir überhaupt keine Probleme mehr. Das werden wir dann rausfinden. Ich bin jetzt hier gerade mitten im Livestream. Ich habe leider keine Möglichkeit, irgendwo nachzugucken. Wenn ich hier nur ein Let's Play machen würde, dann wäre es easy. Aber im Livestream geht es leider nicht. Vielleicht haben das andere auch schon bemerkt. So, wir machen mal eine zweite Linie von da drüben, die dann hier durchfährt. So, das funktioniert super. Das heißt, wir decken einmal den Stadtteil ab, einmal den Stadtteil. 29 und 26 da drüben, das geht sich perfekt aus. Und alles mündet hier unten. Passt. Zwei Routen hätten wir schon mal erstellt. Jetzt brauchen wir einen Bus. Das heißt, wir gehen in unsere Garage und schnappen uns den... Damit wir es ausgeglichen haben, hoppla, Blubber ist da hinten, würde ich sagen, wir nehmen mal wieder den hier und holen uns von dem auch noch einen zusätzlichen. Klatschen natürlich hier die Arnold Park Werbung drauf, eh klar. So, und dann müssen wir das Ganze ein bisschen timen. Immer schön, ein nettes Gesicht zu sehen. Auf einem Bildschirm. Dann müssen wir das Ganze ein bisschen timen. Du kannst die Morgen- und Nachmittagsschichten von Schulbussen so anpassen, dass eine Schicht endet, bevor eine andere beginnt. Wenn du Überschneidungen vermeidest, kannst du einem Bus mehrere Schichten hintereinander zuweisen. Ja, genau das wollen wir tun. So, nehme ich einerseits die hier. Und andererseits die hier. So. Und dann würde ich gerne die hier genauso zuweisen. Morgenbus hinzufügen. Ah, das funktioniert ja easy. Guck mal, Morgenfahrt und dann wechseln wir zu der Route. Von hier bis hier ist die Morgenfahrt und dann wechseln wir zu der Route, um das Fahrzeug für die nächste zu verschieben. Ah, cool. Das geht ja leichter, als ich gedacht habe. Hallo, Nachmittagsbus einsetzen? Genau. Genau. Da müssen halt die am längsten warten, weil die anderen werden
am spätesten gebracht und am frühesten wieder nach Hause. Aber egal. Die kommen in der Früh, um kurz nach 5:30, um 3:15 sowas geht's los. Dann werden die hierher gebracht. 10 Minuten. Dann holen wir die anderen und um 7 geht's los. Das sollte der Plan sein. Morgen Ankunft, 6.48 Uhr, Nachmittagsabfahrt, 14.11 Uhr. Passt. Passt. Das Spiel sieht das auch so. Da bin ich aber gespannt jetzt mal. So, ich würde sagen, ich werde mal die Zeit ändern auf 6.13 Uhr. So, und dann ist die Frage, wo fangen wir denn hier jetzt an? Welche Route wird als erster bedient? Als erster wird Route 2 bedient und wir fangen da unten an. Bin ich hier richtig? Vincent Street oder Vicent Street? Einmal eine schnelle Reise und wir gucken mal ganz kurz. Wie sieht's denn hier aus? Um 14.19 Uhr kommt der Bus, das ist definitiv nicht der richtige. Wie sieht's hier drüben aus? Genau, VSHS-Route, All-American kommt in 27 Minuten um 6.40 Uhr. Das ist er. Den brauche ich. Wo ist er? 6.40 Uhr. Der kommt gerade aus dem Depot. Da hinten ist er. Passt. Den müssen wir übernehmen. Möchtest du übernehmen? Ich möchte übernehmen. Ich liebe diesen neuen Bus. So, der kommt zwar ein bisschen später, nein, ich sollte er jetzt schon bei der Vincent Street sein. Warum der erst jetzt kommt, keine Ahnung. Aber egal, wir müssen ja zum Glück nicht lange fahren, das ist ein großer Vorteil. Depots gibt es wie Sand am Meer verstreut hier. Und die Vincent Street ist eh gleich da vorne. So, die anderen, die zu Fuß gehen, die führen wir einfach nieder. Als Strafe, weil sie nicht mit dem Bus fahren. Achtung, Schlagloch. Tut uns nichts. Na, gucken wir mal, wie das jetzt hier hinhaut. Ich bin da sehr gespannt. Das heißt, wir fahren jetzt mal diese Route, bringen alle zur Schule und fahren dann mit demselben Bus einfach die nächste Route. Na, ich hoffe, das funktioniert. Ich habe Tickets für All Directions. Und ich hoffe, das Spiel sieht das auch so wie ich. Das werden wir jetzt gleich rausfinden, wenn wir bei der Schule ankommen. So, schwuppsdiwupps. So. Und tatsächlich warten da schon die Ersten. Es funktioniert. Tatsächlich warten da schon die Ersten. Nice. Cool, cool, cool. Also das funktioniert. In der Früh habe ich kein Problem. Am Nachmittag ist es noch ein bisschen komisch. Oh, guck mal, das ist eine Baustelle sogar. Am Nachmittag ist es noch ein bisschen komisch. Aber das werden wir auch noch gebacken bekommen. Ganz bestimmt. So, natürlich sind wir jetzt ein bisschen zu spät dran, aber ganz ehrlich, die 40 Sekunden ist halt mal so. Was soll man machen? So. Schauen wir mal, dass wir das Holz von dem nicht gleich in der Fresse haben. Und Achtung, Warnblinker an. Warnblinker an, das Ding da vorne raus. Türchen auf. Und rein mit euch. Morgen. Hallo, servus. Wie freundlich die sind. Na gut, die Fahrgäste waren auch immer freundlich bis jetzt. Hat man noch nie ein Problem. So, da. Mal gucken, ob wir die Zeit wieder gut machen. Aber mit den Fahrplänen hier habe ich das Gefühl, dass das nicht möglich sein wird. Auch wenn wir hier natürlich den großen Vorteil haben, wir brauchen keine Fahrkarten verkaufen oder sonst was. Die steigen ein und sind ruhig. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Da wollen ein paar mehr mit. Und die Beziehung zur Schule, die steigt natürlich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Na, mal gucken, wie weit wir darauf kommen werden. Und welche Missionen es da noch geben wird. Ich gerade lese, ist so spannend. Wird Harold Darko je vergeben, dass er versehentlich seine Cousine geküsst hat? Was ist denn die denn da für Bücher? Es wäre natürlich auch spannend, wenn da zum Beispiel so ein paar Sonderaufträge irgendwann mal eingefügt werden ins Spiel, wie zum Beispiel die Klasse, keine Ahnung, 4B hat einen Ausflug und die möchte gerne von der Valley Spring Schule einen Ausflug machen nach
Hier. Nach hier. Zur First Street. Die schauen sich die First Street an. Ja, weil heute ist der 1. September. Oder so. Und da schauen sie sich die First Street an. Bringe sie von 9 Uhr bis 9.15 Uhr. Hoppla. Wir hätten abbiegen sollen. Von 9 Uhr bis 9.15 Uhr dorthin. Und hol sie um 12 Uhr wieder ab. Das wäre halt mal eine coole Mission. So für ein kleines Abenteuer zwischendurch quasi. Aber ob das jemals ins Spiel eingefügt wird, ja, man kann vielleicht so eine Route erstellen und sich quasi selbst so ein Szenario zusammenschreiben. Das wäre eine Idee. Ich wüsste zwar nicht, wie wir das hier umsetzen sollen von der Fahrplangestaltung, aber allein nur als Denkanregung wäre das bestimmt ganz lustig. So ein paar Sonderaufträge quasi. Aber gut, die Schule in der Früh abzuholen und dann in die Schule zu bringen. Wie gesagt, am Nachmittag, das funktioniert noch nicht so ganz. Aber das werden wir bestimmt auch irgendwann mal gebacken bekommen. Das ist schon mal eine nette Abwechslung zum sonstigen Busalltag. Und normalerweise könnte man natürlich sagen, wenn wir mal wirklich den Tag im Leben eines Busfahrers hier spielen sollten. Wir setzen uns in der Früh in einen stinknormalen Linienbus. Oh, hoppla. Nehmen uns dann eine Pause, schnappen uns dann den Schulbus, bringen die Kinder in die Schule, setzen uns wieder in den Linienbus, holen uns dann am Nachmittag wieder den Schulbus, bringen die Schüler nach Hause und fahren dann mit dem Linienbus bis in die Nacht hinein wieder weiter. Könnte man theoretisch mal in einem Livestream so gestalten, ein kompletter Tag eines Busfahrers, inklusive Bereitschaften, inklusive Pausen, planen uns da... Oh hoppla, eigentlich hätte ich vorangegeben, aber egal, jetzt bin ich schon mitten auf der Kreuzung. Planen uns da einen ganzen Tag, den wir dann hier im Spiel gemeinsam verbringen. Das wäre bestimmt auch ganz nett. So, Lower Street ist die nächste Haltestelle. Das ist aber wohl nicht die hier, weil das ist Haltestelle 2. Also es gibt theoretisch viele Möglichkeiten, die wir machen könnten. Das ist genauso wie im Omsi. Da hätte man auch theoretisch sich einen eigenen Fahrplan zusammenstellen können. Und den einfach dann abfahren. Hier ist natürlich ein bisschen knapp in den Fahrplänen, weil man da dauerhaft Verspätung hat. Weil die Fahrpläne eben so eng getaktet sind. Na, gucken wir mal. Ich hoffe mal, dass ich zumindest bis zum nächsten Stream das dann zum Laufen bekomme, wie das jetzt hier aussieht mit den Nachmittagsfahrten. Da gibt es bestimmt schon den ein oder anderen Thread im Diskussionsforum. Boah, ich bin immer noch erstaunt, wie schnell das geht, dass die einsteigen. Und wir sind fast schon auf dem ersten positiven Niveau mit unserer neuen Schule. Wir haben gerade mal eine Linie gefahren und sind schon gut dabei. Second Avenue, nächste Haltestelle, direkt hier. So, zack, zack. Und ich denke mal, wir sind jetzt sogar schon auf dem ersten positiven Niveau. Ja, da sind wir. Sehr schön. Das hat ja super funktioniert. Cool, cool, cool. Ja, da freue ich mich aber. Nice. Das heißt, wenn wir jetzt noch die anderen Linie auch fahren. Ich hoffe, das funktioniert so, dass das Spiel das auch weiß, dass wir mit dem Bus noch weiterfahren müssen. Dann können wir theoretisch, hoffentlich, auch schon gleich das nächste Niveau erreichen. Dass dann schon die Bäckchen glühen vor Freude. So, haben wir immer noch eine Minute Verspätung? Nee, eigentlich nicht. Wir sollen jetzt in einer Minute dort sein. Alles gut. Wir haben Verfrühung. Dass es das überhaupt noch gibt hier. Ist aber neu. Hat man früher mal in ganz alten Zeiten, kann ich mich noch erinnern, hat man mal Verfrühung. Aber seit das Next Stop Update da ist, gibt es das nicht mehr. So, mal gucken, wo die Schule ist. Ich kenne mich hier natürlich jetzt nicht mehr so gut aus wie in dem anderen Stadtteil da drüben. Da war ich schon ein bisschen heimischer. So, da steht schon mal School. Schul steht da. School Slow. Das heißt, wir sind hier definitiv schon in der Nähe. So. Die biegen alle ab. Perfekt. So. Na komm, du darfst fahren. Gibt es ja eigentlich zwei Streifen? Nee, es gibt hier nur eine Fahrbahn. So,
So, was macht der jetzt? Warum lässt er den raus, obwohl der das Zeichen hat? Alle dürften fahren, nur der nicht. Und wer fährt als erster? Der Holz-LKW. Ah, eh klar. So, und da sind wir. Und jetzt bin ich gespannt, ob das Spiel weiß, dass wir hier gleich weiterfahren. Hoppla, die Schranke habe ich nicht ausgefahren. Egal. So, das überspringen wir mal ganz kurz. Wiedersehen. Tschüss. Und das hat funktioniert. Schnelle Reise zum Start der nächsten Schulbusroute. Nee, wir fahren manuell dorthin. In 7 Minuten sollten wir dort sein. Ist es nicht ein bisschen spät? Die sollen ja um 7 schon anfangen. 81,399% ist definitiv in Ordnung. Cool, aber es wurde übernommen. Nice. Nice, 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 nice. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt bei diesen Bussen, die wir nur in der Hauptverkehrszeit einsetzen. Dass wir da quasi sagen, okay, der eine Bus ist in der Hauptverkehrszeit dort. Hoppla, voll am Mikrofon angekommen. Und in der anderen Hauptverkehrszeit dort. Also quasi die Hauptverkehrszeit morgens und abends. Die Hauptverkehrszeit, also morgens und nachmittags, in der Nacht und so weiter und so fort. Dass wir einen Bus auf mehreren Hauptverkehrszeiten einsetzen. Hat nicht funktioniert. Genau das war das damals. Hier funktioniert's. Cool. 6 Minuten haben wir Zeit, zum Business Center North zu kommen. Hat die Mission? Ja, die hat das mitbekommen, dass wir hier sind. Passt. Sehr gut, sehr gut. Wo ist denn das Business Center North überhaupt? Einfach nur die ganze Straße geradeauf. Geradeaus. Okay. Einmal abbiegen und dann ab sofort nur noch geradeaus. Was macht denn der da vor uns? Ach so, nicht viel. Entschuldigung. Wow. Die können hier nicht viel tun, weil sich die festgefahren haben. Na gut, wir schlängeln uns mal unseren Weg hier durch. Das geht sonst nicht anders. Hoffentlich haben die Kinder das nicht gesehen. Na gut, sind gerade keine da. Zum Glück. So, die haben aber doch Vorrang. Boah, jetzt muss ich mal ein Schlückchen trinken hier. So. Boah, die haben ja auch alle Vorrang. Huch! Aha! Wo bin ich denn jetzt auf einmal? Oh, beim Business Center. Wo ich theoretisch erst in 5 Minuten sein sollte. Bin ich jetzt schon? Aha! Interessant. Da gab's wohl doch eine schnelle Reise. So wie es aussieht. Aber da ist ja gar kein Kind. Das ist auf jeden Fall das Business Center North. So finde ich schon mal klar. Na gut, ich bleibe jetzt mal stehen. Sollen wir jetzt tatsächlich 5 Minuten so stehen bleiben oder sollen wir einfach losfahren? Wir haben ja eh Verspätung bis zum Schluss. Also von dem her können wir theoretisch auch einfach losfahren. Ah doch, das sind ja doch 2 Schulkinder. 3 sogar, ich bin ja doof. Ich dachte, das sind Männer und Frauen. Upsi. Das sind alles Schulkinder. Ich dachte, das sind Erwachsene. Hoppla. Gut, da war ich wohl selber ein bisschen am Schlauch gerade. So, Blinker aus. Uah. Na gut, na gut, na gut. Ja, jetzt haben wir zwar 5 Minuten Verfrühung, aber auch schön. Ja, guck mal, die haben ja ein Vorranggebenschild. Die hier drüben zwar nicht, aber ich stell's mir halt einfach mal vor, als hätten die eins. So, Business Center. Wir haben ja sowieso immer Verspätung, also von dem her ist ja eigentlich wurscht. Dann können wir ruhig mal ein bisschen mit Verfrühung hier ankommen. Die Kinder sind ja eh schon alle da. Außerdem wollen die ja pünktlich zur Schule kommen. So, was müssen wir tun? Das ausfahren und dann den hier. So, Türchen zu, das Ding wieder einfahren und die Beziehung steigt. Ich habe das Gefühl, wir kommen sogar zu den Bäckchen mittlerweile schon. In dieser Fahrt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das klappt zum Glück irrsinnig schnell, dass wir hier aufleveln. Das freut mich. So, da kommt keiner mehr. Na, ist auch Großstadtfeeling hier. So, dann einmal hier hinein. Dum-dum-dum-dum. So, und der nächste Halt ist die Powder Street. So.
Na perfekto, Mato. Mittlerweile habe ich es ja schon raus, wie man hier die Kinder in die Schule bringt. Zack, zack. Türchen zu. Und weiter geht's. So sieht's mal aus hier, Freunde. So, wir warten nur auf den. Aber der biegt ab. Das ist ja perfekt. So, hier halten wir nicht. Aber eigentlich halten wir schon, weil natürlich wieder alle anderen Vorrang haben. Tja, alle anderen haben Vorrang und wer fährt? Der, der keinen hat. Schön. Tja, ich glaube, das wird sich nie wirklich lösen. Diese Verkehrsprobleme, die wir hier haben. Ich habe das Gefühl, das wird sich nie so richtig lösen. Da wurden schon einige Fixes, einige Hotfixes hier unternommen. Aber irgendwie, die verhalten sich noch immer noch nicht so richtig entsprechend. Im Großen und Ganzen funktioniert das Verkehrssystem, aber es hat halt immer wieder so seine Ecken und Kanten. Wie zum Beispiel diese Vorrangsituation. Die Ampeln und alles und so weiter und so fort ist easy cheesy. Aber diese Vorrangsituation ist wirklich pff, und das ist schon lange so. Stammzuschauer, wir haben ja jetzt schon über 170 Folgen hier, die kennen das seit Folge 1. Die Vorrangsituation ist ein Wahnsinn. So, was macht der denn jetzt hier eigentlich wieder? Guck mal, der gibt dem Vorrang. Warum fährt er nicht einfach hier weiter und spurt dann um? Verstehe ich nicht, aber gut. So, dann lang. Ich habe das Gefühl, das schaffen wir nicht so ganz wirklich jetzt schon bis aufs nächste Level zu kommen, aber das macht ja auch nichts. Wir müssen ja am Nachmittag sowieso alle nach Hause bringen. Hoffentlich dann auch auf die richtige Art und Weise. So, und wo halten wir jetzt? Halten wir jetzt hier? Ja, wir müssen ja gar nicht einmal um den Block fahren. Doch, wir müssen einmal um den Block fahren, weil wir jetzt auf der falschen Seite stehen. Theoretisch müssten wir einmal um den Block fahren, um dann wieder dort abzubiegen. Praktisch können wir aber einfach die Spur wechseln. Ich kann das zumindest, hoppla. Die KI kann das vielleicht nicht, aber ich kann das. Und ich mach das. Ich fahre jetzt hier nicht einmal um den Block. Ich biege hier ab. Genau, die Minimap sagt mir genau dasselbe. Passt. North Folsom Street. 5 Minuten 40. So, keiner da. Sehr gut. So, und dann müssen wir hier natürlich wieder ein bisschen warten, dass wir nicht vor den 5 Minuten losfahren. Genau pünktlich. Sonst haben wir nämlich das Problem, dass das wieder eine außerfahrplanmäßige Route wird, habe ich das Gefühl. Zumindest ist es bei den Standardrouten so. Also warten wir mal bis 5 Minuten oder 4 Minuten 49 sind. Dann können wir abfahren, theoretisch. Und wir müssen nur noch bis zur Highschool. Ah, ich habe das Gefühl, das wird nichts. Da werden wir noch eine einzige Haltestelle brauchen, damit wir aufs nächste Level kommen. Naja, wurscht. Wir sind auf jeden Fall kurz davor. So, und jetzt haben theoretisch wieder alle anderen Vorrang. Die Stelle kennen wir von gerade eben schon. Er hat sogar ein Stoppschild hier und bleibt nicht stehen. Ja, er bleibt stehen, mitten in der Kreuzung. Und theoretisch hätten die alle schon fahren können und das sind die Letzten, die fahren. Das mit der Vorrangsituation ist ein bisschen mysteriös gelöst hier. Keine Ahnung. Fragt mich nicht warum, fragt mich nicht wieso. Wir müssen es nehmen, wie es kommt. Es bringt eh nichts, sich dauerhaft darüber zu beschweren. Wenn was geändert werden muss, dann muss das von Entwicklerseite passieren. Wir können uns nur halbwegs an die Verkehrsregeln halten. Natürlich mache ich auch Fehler, ich bin auch kein Gott. Aber wie sich manche hier aufführen von den KI-Verkehrsteilnehmern, tja, die würden den Führerschein definitiv nicht bestehen. So, na warten wir mal, bis die 24 weg ist. Bin zumindest froh, dass das funktioniert, dass man hier tatsächlich... Na gut, dann lassen wir die halt aussteigen. Dass man hier tatsächlich... Oh, jetzt haben wir den Bus hier weggekickt mit unserer Stange da vorne. Dass sie hier tatsächlich das hinbekommen haben, dass man mit einem Bus mehrere Linien abfährt.
Das finde ich schon mal cool. Das hat funktioniert. Das hat super geklappt auf jeden Fall. Ja, wir haben 91,512% auf dieser Linie. Ich glaube, darauf kann man auch ganz schön stolz sein. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt noch hinbekommen müssen, ist irgendwie diese Nachmittagsschichten hinzubekommen. Und das schaue ich mir definitiv mal an. Offscreen nämlich bis zum nächsten Livestream. Und im nächsten Livestream dann nächste Woche sollte man schon wissen, wie das Ganze funktioniert. Hoffe ich zumindest.